Ja, Freunde, heute mal an der Sonne zusammen mit Parsfindal. Das ist die Art, die ich als Spezies IGM 264 gekauft habe. Aber ich bin der Überzeugung, oder zu der Überzeugung gekommen, die Art des Tier hat die meiste Übereinstimmung mit Parsfindale affinis. Ich habe ja auch noch ein paar Nymphe gekauft von einem Stamm von Parsfindale affinis. Das heißt, das wird sich dann erweisen, wenn die dann mal adult sind. Die sind leider noch nicht so weit, die sind jetzt im Moment im Stadium L5. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Und Nymphe ist im Moment schwer, da eine Aussage zu treffen. Aber man sieht schön, dass sie den Namen verdient haben, die Maske tragen, passend zu unserer Corona-Zeit. Zeit, in dem die Menschheit kollektiv dazu übergegangen ist, auch Maske zu tragen. Da ist die Natur mal wieder dem Menschen ein ganzes Stück voraus gewesen. Während das natürlich hier bei den Tieren reines Dekor, Make-up ist. Und das Tier ganz bestimmt nicht hindert an Atmung und so weiter. Aber das ist alles ein anderes Thema. Dieses Weibchen, das ist jetzt ungefähr eine Woche adult. Vielleicht ein paar Tage weniger. Ist noch recht schlank. Ich habe gedacht, nehmen Sie mal raus mit in die Sonne. Was mir bei Parsfindale aufgefallen ist, also was heißt bei Parsfindale, ist speziell bei dieser Art, vermutlich affinis, dass die sich die Tiere gerne in Bodennähe aufhalten und wenn möglich da ihre Beute jagen. Das ist ein ganz interessantes Momentum, das sich eigentlich bei fast allen aus dieser bei allen Nymphen dieser Art beobachtet habe. Vor allen Dingen dann, wenn mal die Tiere in das Prä-Sub-Sub-Adultstadium kommen und dann eben auch im Adultstadium. Ja, ich möchte sie heute mal ein bisschen beobachten. Wir haben heute 25 Grad draußen und die Sonne scheint und da wollte ich das Tier mal ein bisschen nach draußen setzen, mal beobachten, was sich so tut. Im Moment scheinen sie noch herauszufinden, in was für eine Situation sie da gerade ist und ja, damit lassen wir sie jetzt erstmal allein. So, hier ist nochmal Aufnahme von Parsfindale Spezies, vermutlich affinis, in voller Pracht. Damit beende ich mal dieses Video über die erste Freilandgänge
einer Paracentral dieses Jahr. Ich werde noch ein paar Fotos an das Video anhängen, die ich währenddessen gemacht habe, die mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich verabschiede mich in diesem Sinne. Bleib neugierig. Immer auf Entdeckungsreise. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis bald.